diesem Video zeige ich euch 4 Techniken, wie man die Kugel stoßen kann. 2 Techniken werden wir uns genauer anschauen und die anderen 2 zeige ich nur kurz vor, wie es noch möglich wäre. Bevor wir zum Kugelstoßen gehen, schauen wir uns gemeinsam an, wie wir die Kugel richtig halten. Die Kugel wird auf die Handwurzel bzw. mit den Fingerballen gehalten und der Daumen und der kleine Finger stützt sozusagen die Kugel. Nachdem wir die Kugel jetzt auf den Fingerballen haben, legen wir die Kugel in die Schlüsselbeingrube, die ist zwischen Hals und Kinn. Als erste Technik möchte ich euch den Standstoß mit Ausfallschritt zeigen. Als erste Position, die wir einnehmen, ist seitlich zur Stoßrichtung. Wir legen dabei die Kugel in die richtige Position und heben dabei den Ellbogen an. Der zweite Schritt bei dieser Technik ist der Ausfallschritt nach hinten. Somit verlagern wir unseren Körperschwerpunkt nach hinten und halten noch immer die Kugel in die Schlüsselbeingrube, die wir vorher gelernt haben. Der andere Arm, in meinem Fall der rechte Arm, halten wir so, als würden wir eine Armbanduhr ablesen. Im dritten Schritt bringe ich meinen Körperschwerpunkt nach vorne und leite ganz leicht eine Rotation im Oberkörper ein. Im vierten Schritt hebe ich mich, bringe meinen Arm ruckartig nach vorne und stoße die Kugel ab. Die zweite Technik, die wir uns anschauen, ist das Kugelstoßen mit einem Nachstellschritt. Der erste Schritt dabei ist, wir sind ein bisschen weiter weg vom Abwurfbalken. Kleine Randinformation: Beim Kugelstoßen darf man den Abwurfbalken nicht betreten und auch nachdem man die Kugel gestoßen hat, darf man sie nicht übertreten. Wir halten die Kugel in die Schlüsselbeingrube und legen unseren Körperschwerpunkt leicht auf das hintere Bein. Der zweite Schritt ist der Nachstellschritt und die erhöhte Beugung im Körperschwerpunkt auf das hintere Bein. Im dritten Schritt heben wir unseren Körper und leiten eine Dreh- und Streckbewegung, um somit die Kugel maximal abstoßen zu können. Als letztes möchte ich euch noch kurz zeigen, wie man die Kugel noch stoßen kann. Und zwar mit der Drehstoßtechnik. Und mit der O'Brien-Technik. Nachdem man die ersten 2 Techniken schon ziemlich gut beherrscht, kann man die 3. und die 4. Techniken ausprobieren.